Münchner Jakobsweg, Etappe 9, Rottenbuch nach Steingaden. Am Sonntag, den 23. April, nehme ich bei der Familie Keller ein reichhaltiges Frühstück zu mir. Es gibt selbstgemachte Marmeladen, Honig und Jakobsbrot, dazu Wurst, Käse und ein Frühstücksei. Wir unterhalten uns über Gott und die Welt, sodass ich erst gegen 9.30 Uhr aufbreche. Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 23. April 2023 und ich habe jetzt gerade ein sehr opulentes Frühstück bei der Familie Keller eingenommen, sehr zu empfehlen, und mache mich jetzt auf den Weg Richtung Wieskirche. Gott sei Dank ist das Wetter heute doch nicht so schlimm wie vorausgesagt und ich bin guten Mutes, dass ich heute nicht meinen Regenponcho anziehen muss. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich es zu liken. Mit dem Klick auf die Muschel rechts unten kannst du meinen Kanal abonnieren. In der Nähe des Klosters Rottenbuch, das man hier hinten noch sieht, geht es jetzt hier weiter mit dem ersten Wegweiser auf den Weg heute. Der Weg geht über Wildsteig, wo es eine Jakobskirche geben soll. Die muss ich mir natürlich dann auch anschauen. Nachdem ich mich jetzt gerade nett mit einem ehemaligen Jakobspilger unterhalten habe, wurde ich dann von freundlichen Nachbarn darauf hingewiesen, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und wenn man sich den Wegweiser hier anschaut, ist es auch klar, dass eigentlich der Jakobsweg hier nach rechts weitergeht und nicht links. Also, immerhin habe ich jetzt noch mir einen Umweg von einer halben Stunde auf die Art und Weise erspart. Am Ortsrand sieht man das hier. Den Nebel über den Hügeln aufsteigen. Ich habe so ein Glück mit dem Wetter, dass es nicht stark regnet, wie eigentlich in der App angesagt war. Und da hinten geht es dann weiter. Also das Wetter ist sehr angenehm, schön kühl und frisch und die Natur ist Wahnsinn und es ist sehr schön heute zu pilgern. Wie wir sehen, befinden wir uns auf dem König-Ludwig-Weg. Das ist jetzt schon die dritte Bank in dieser Ausführung, die ich hier auf dem Münchner Jakobsweg sehe. Oben auf dem Hügel sieht man die Wallfahrtskirche St. Jakob und im Hang drunter hat man wohl eine Lourdesgrotte eingerichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt.
in der Jakobuskirche in Wildsteig sieht man den Apostel und ersten Märtyrer auch gleich mehrmals dargestellt. Hier sieht man eine Statue an der Seitenwand und am Altar vorne und an der Decke gibt es auch noch ein Bild. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Man sieht den Altar. In der Mitte steht Jesus Christus und die Figur rechts neben ihm ist wohl der heilige Jakobus mit dem Schwert. Und wenn wir mal nach oben schwenken an die Decke, dann sehen wir ein Fresko, das stellt eine Szene dar, kurz vor dem Martyrium des heiligen Jakobus, wo er noch auf dem Weg zu seiner Enthauptung einen kranken Menschen heilt und einen Begleiter damit so beeindruckt, dass der sich auch zu Jesus bekennt und dann auch mit ihm hingerichtet wird. Hier im Eingang der Jakobskirche kann man sich auch einen Pilgerstempel holen und sich in ein Pilgerbuch eintragen. Hier bin ich bei der sogenannten Kapelle im Holz. Und hier wird uns angezeigt, dass wir nach Santiago noch 2577 Kilometer laufen müssen. Und so schaut die Kapelle aus. Eine kleine Wallfahrtskapelle am Wegesrand. Interessant ist das Deckenfresko. Pilgerschnecke auf dem Jakobsweg, auch immer gern genommen als Motiv. Eine weitere Etappe ist geschafft. Vor mir liegt die berühmte Wieskirche. Ich stehe hier am Eingang der Wieskirche und schaue dann gleich mal rein und schaue mal, ob da auch ein Pilgerstempel für mich drin ist. Aber ich bin
Den Pilgerstempel von der Wieskirche gibt es hinter der Kirche in einem kleinen Briefkasten. Danke sehr. So, wie man sieht, gibt es heute wieder ein alkoholfreies Pilgerweißbier und eine Dampfnudel mit Vanillesoße. Nach der Wieskirche und einem kleinen Pilgerimbiss, ins bayerisches Pilgermenü, geht es jetzt weiter nach Steingaden zu meinem Etappenziel heute. Diesen Holzsteg hat, glaube ich, die Schwester Clara in ihrem Video schon gezeigt. Das ist ganz witzig. Also ich befinde mich jetzt hier in einem richtigen Moor. Also ohne das Brett hier würde man echt im Moor versumpfen oder versinken. Sehr spannend, habe ich noch nie erlebt. Steingaden ist das Ziel der heutigen Etappe. Von dort aus geht es mit dem Bus weiter nach Füssen und von Füssen weiter mit dem Zug nach Hause. Diese Etappe war 16,5 Kilometer lang. Ich habe dafür ca. 2-3 Stunden reine Laufzeit gebraucht. Wie es weitergeht, siehst du in meinem nächsten Video.